Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ja, es geht um den Samstag und zwar habe ich da einen Stream geplant und ich habe jetzt hier mal ein bisschen was vorbereitet und hier ist jetzt einfach nur so ein Bild. Es hat jetzt eigentlich auch nichts so mit dem Stream zu tun, ist einfach so ein, ja, auf gut Glück rausgesuchtes Bild. Ich habe da einfach mal eins rausgesucht, was ich halt noch hatte von den Screenshots. Was ihr vielleicht auch noch nicht gesehen habt, was mir gut gefallen hat und ja, und wo ich halt auch eben was, also das ist halt einfach auch ein gutes, gute Vorlage für das, was ich jetzt hier euch zeigen will. Und zwar, machen wir mal erst das. Livestream am Sonntag, am Samstag, sorry, am Samstag, das ist der 24. Ja, genau, der 24.02.2018. Einfach mal merken, vielleicht im Kalender irgendwie markieren, dass ihr da dran denkt. Die am besten auch noch die Glocke aktivieren, dann seid ihr ja da sowieso up to date, sag ich mal. Da werdet ihr sowieso direkt benachrichtigt, wenn ich starte. Dann Beginn 18 Uhr. Ungefähr, ich kann es auch noch nicht genau sagen, aber deswegen habt ihr ja die Glocke, da wisst ihr dann genau, wann es anfängt und einfach die aktivieren und dann habt ihr ja, braucht ihr keine Angst haben, da was zu verpassen und ansonsten wird es sowieso aufgezeichnet, also von daher könnt ihr es euch auch danach anschauen. Ja, Beginn 18 Uhr, Ende Open End, keine Ahnung, also Open End. Sprich, ich fange jetzt halt um 18 Uhr an und weiß halt jetzt einfach noch nicht, wann ich aufhöre. Das ist einfach so, wie lange es mir Spaß macht, wie lange ich noch was spielen will oder wie lange ich noch was finde, was ich spielen kann. Also wie lange mir das halt Spaß macht. Und ja, übrigens Spiel, also da kommt jetzt das hier ins Spiel. Gespielt wird LS17 auf der Holzhausen im Singleplayer. Da haben wir ja schon mit dem, also da habe ich ja schon mal gestreamt, habe auch einiges schon geschafft. Da wäre dann zum Beispiel das Dreschen, Ballenpressen, würde da dann anstehen. Da habe ich das Strohbergungs-Add-on mit drauf. Da würde ich dann vielleicht, ja, Strohballen pressen damit oder vielleicht auch Pellets machen. Mal schauen. Und eventuell noch LS17 Hot Online Farm. Im Multiplayer, wenn sich da was ergibt, ich telefoniere noch oder ich schreibe noch mal ein bisschen rum, mal mit der Gruppe und so, also mit dem LU, vielleicht haben die da Bock mitzuspielen und vielleicht mit dem Daniel dann wieder. Und dann, ja, werden wir erstmal auf der Holzhausen starten und dann zu Hot Online Farm übersteigen, je nachdem, wie es halt passt. Wenn jetzt die anderen vielleicht schon früher können, dann fange ich halt gleich um 18 Uhr mit denen auf der Hot Online Farm an. Je nachdem. Also auf der Hot Online Farm will ich dann vielleicht auch mal in die Landwirtschaft gehen, einfach mal die Geräte kaufen, ein bisschen anfangen. Auch wenn nur Daniel und ich alleine sind. Oder ich alleine, kann auch passieren. Und der Daniel wird, denke ich mal, dann ein bisschen Forst machen. Ich werde vielleicht ein bisschen mithelfen. Mal schauen. Und ja. Und auf der Holzhausen eben ein bisschen dreschen, Ballen pressen, Ballen aufräumen, eventuell ein paar Pellets machen. Mal schauen. Und dann halt eben wieder die Bodenbearbeitung und all sowas ist geplant. Ja, im Stream ist eigentlich auch alles wie gehabt. Ich werde ja, schöne Musik hinterlegen vielleicht. Wenn ich alleine spiele, wenn ich Multiplayer mache, dann mache ich die Musik halt aus, damit ich auch Daniel noch verstehe und ihr auch und alles. Und ja, mach mal schöne Musik an und ich spiele und erzähle ein bisschen was. Ihr könnt dann ein bisschen was von der Woche erzählen wieder, ganz normal. Und wie es, ja, was ihr so gemacht habt und all sowas, können wir dann da bereden. Und ja, dann
denke ich mal, war es das soweit. Ich freue mich auf euch, wenn ihr kommt. Darf gerne geteilt werden auf sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram. Ich weiß nicht, wo man es noch alles teilen kann. Kommt drauf an. Facebook-Gruppen, Facebook normal, auf Seiten, keine Ahnung, Instagram-Gruppen, auf Instagram-Seiten. Was ihr da halt so habt, WhatsApp-Gruppen. Und da darf es gerne geteilt werden, auch bei euren privaten Kontakten, wer da vielleicht noch ein paar Leute kennt, die eventuell so, ja, da Interesse hätten. Und ja, und dann bin ich mal gespannt, ob da mal ein paar neue Leute noch kommen. Und dann freue ich mich riesig auf euch. Und ja, was ich jetzt noch sagen wollte, es war ja auch schon, es wurde jetzt am Donnerstag. Warte, wann habe ich das gemacht? Am Mittwoch habe ich gestreamt. Gestern, genau. Habe ich gestreamt. Und da wurde ja gefragt, ob ich mal einen 12-Stunden-Stream mache. Da habe ich gesagt, ja, kann ich gerne mal machen. Ich hatte das auch gestern eigentlich morgen vor, also am Samstag vor, da einen 12-Stunden-Stream zu machen. Aber ich dachte mir, naja, für den Anfang. Da ich ja da noch nicht so drinnen bin und ich dachte mir, naja, da ist es nicht so. Ich weiß nicht, was ich 12 Stunden lang machen soll. Ich habe nur LS17, auf eventuell diversen Karten könnte ich das spielen. Und ansonsten kann ich ja nichts spielen. Ich habe ja keine anderen Spiele. Und deswegen finde ich einen 12-Stunden-Stream eigentlich schon ein bisschen unnötig. Noch, weil ich da einfach keine Spiele dafür habe. Und deswegen, ja, einfach nicht traurig sein, wenn ich da jetzt einfach keinen mache. Und wenn ich wirklich mal irgendwann die Zeit habe, vor allem auch, weil da brauche ich auch wirklich die Zeit dafür, dass ich mich 12 Stunden da hinsetze und euch unterhalte und spiele, dann würde ich das gerne machen. Und ja, ich mache das schon gerne, weil. Da habe ich dann verschiedene, da könnte ich dann auch mal so ein bisschen testen, wann schauen die meisten zu, wie ist so der Durchschnitt. Wenn ich sage, ich fange Mittag an, gehe dann bis Mitternacht oder bis noch länger. Und dann kann ich eben testen, ja, wann schauen denn die Leute zu? Schauen die eher nachmittags zu oder abends, nachts? Aber da habe ich eben nicht, da wird es mir halt ziemlich schnell langweilig werden. Und das wollen wir ja eben auch nicht. Und deswegen habe ich gedacht, taste ich mich halt langsam voran. Und ja. Und der Stream, denke ich mal, wird 18 Uhr anfangen. Wird dann bis, ja, vielleicht Mitternacht, 1, 2 Uhr gehen. Mal schauen, wie lange ich eben Bock habe. Und das Streamen mache ich halt eben auch ungern planmäßig. Das ist einfach auch sowas, wo ich sage, ich mache das einfach ungern planmäßig, weil ich da beim Streamen das ist halt eben so mehr hobbymäßig und das macht mir dann auch eher Spaß, wenn ich das spontan mache. Wie zum Beispiel am Mittwoch, da war der Stream ja auch vollkommen spontan. Und das ist halt einfach, also deswegen sage ich ja auch immer die Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Weil bei mir ist das immer alles kurzfristig. Auch mit den Videos oder so. Und ja, deswegen sage ich das immer gerne. Nochmal so, das reicht aber jetzt halt. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend und eine gute Nacht und dann halt einen schönen Freitag und einen schönen Samstag. Und dann freue ich mich auf Samstagabend, 18 Uhr geht's los. LS17 auf der Hot Online Farm im Multiplayer und auf der Holzhausen im Singleplayer. Und da freue ich mich drauf. Bis dahin, haut rein, noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Bis dahin, gerne teilen. Ciao, ciao.